Die 1990 in Schweden gegründete Black-Metal-Band Marduk ist zurück. Am 1. September bringt die Band ihr neues Album Memento Mori raus. Bekannt ist diese Band natürlich durch Alben wie Panzerdivision Marduk und sehr, sehr schnellen Blastbeats. Ob die neue Single genauso scheppert wie das damalige Material, seht ihr jetzt im Video. Und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Boah, aber jetzt, ich habe das jetzt gerade gesehen, dass die noch eine neue Single released haben. Und zwar Marduk, Aue. Sehr geil. Bald kommt ja das neue Album raus, ne? Memento Mori. Ich fand die erste Single schon extremst gut. Und Shovel Beats Scepter ist die zweite Single-Auskopplung. 5 Minuten 28. Ich hoffe auf Geballer. Ich hoffe einfach nur auf Geballer. Boah, schön so oldschool-mäßig gemacht, so auf VHS angelegt, ne, angelehnt. Ich finde diese düstere Atmosphäre halt einfach schon extremst geil, ne? So wirklich im Hintergrund dieses Kirchenglocken, ne? Und dann dieses so gesehen mit einem zu sprechen. Macht auf jeden Fall schon eine sehr, sehr, sehr düstere, aber auch irgendwie richtig geile Atmosphäre. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. Aber auch so ein sehr oldschooliger Sound, ne? Ich finde, das ist sehr ungewöhnlicher, also wirklich sehr ungewöhnlicher Sound, ungewöhnliche Single von Marduk, ne? So, wenn ich so an Marduk denke, dann habe ich eigentlich immer nur Blastbeats im Kopf, ne? So, ich denke dann halt instant an die Platte Panzerdivision Marduk, ne? Die ja wirklich aus zu 99% aus Blastbeats besteht und der 1% sind dann noch kurze Fills dazwischen. Es ist auf jeden Fall sehr anders, muss ich sagen. Aber ich finde halt auch trotzdem so dieses Düstere, was die halt machen in der Single, ja, wie halt schon gesagt, irgendwie sehr spannend und interessant. Aber wie gesagt, es ist halt auf jeden Fall was Neues. Was Neues. Aber ich finde es wirklich cool, dass dieses Video so richtig auf Oldschool basiert.
So wirklich, als hätte man irgendwie so in den 90ern mit so einer dicken Videokamera so Videos einfach gedreht, ne? Ich find das irgendwie ganz cool, so. Generell so oldschool-mäßigen Stuff oder so finde ich eigentlich eh extremst cool. Aber er hat auch eine gute Stimme, ne? Ich muss jetzt einfach wirklich sagen, ich finde das richtig, richtig cool, dass die dieses Kirchenglocken einfach wirklich durch den ganzen Song irgendwie ziehen. Ich finde, das ist halt wirklich so ein wirklich richtig düsterer, atmosphärischer Black Metal. Also, wie gesagt, es ist sehr, sehr interessant, weil man sie halt einfach irgendwie nicht so kennt. Aber man muss ja auch mal solche Songs rausbringen, ne? Da ist so null Bums hinter. Ja, ich muss auch sagen, mir fehlen halt tatsächlich die Blastbeats, aber wer weiß, vielleicht kommen die ja gleich noch. Aber so trotzdem, so auch mal so ein bisschen, so diesen langsamen Black Metal ist ja auch nicht verkehrt. Boah, wisst ihr, woran mich dieses Bild hier erinnert? Das Bild erinnert mich einfach so extremst an die De Mysteries Dom Satanis oder wie die da heißt von Mayhem. Da ist ja auch auf dem Backprint ja auch, das sind ja auch die drei Silhouetten, ne? Ich find das richtig cool. Ich finde das richtig gut. Auch irgendwie finde ich so, das sieht halt dann wirklich aus wie so ein Totenkopf, ne? So ein bisschen. Ja, doch, das Video gefällt mir echt gut. Das gefällt mir wirklich gut. Das fand ich jetzt richtig cool, diese Untermalung von den Vocals mit diesem im Hintergrund. Müsst ihr mal drauf achten. Ja, hier. Der zieht das durch, der zieht das durch. Ist gut. Schönes Riff auf jeden Fall. Oh, das war richtig stark. Das war richtig stark, ne? Ich habe das ja schon öfter gesagt, dass ich Fan bin von sowas, wenn sich so gesehen verschiedene Tonlagen oder halt oder Vocalists so wirklich so den Part teilen. Und da fand ich das richtig gut. Erstmal so diese schönen Black Metal Vocals und dann so gesehen antwortet der nochmal in so dieser tiefen sprechenden Stimme. Oder andersrum kann man sich das ja, ne, denken, wie man möchte. So von wegen, als würden die sich unterhalten. Finde ich geil. Das ist so gut.
Ich finde das Video so gut. Mir gefällt das richtig gut, das Video. Okay. So, hier nochmal kurz alle Daten durchlaufen lassen. Alright. Ey, also ich muss wirklich sagen, sehr untypisch für Marduk, aber spannend. Wirklich spannend. Weil, wie gesagt, ich kenne Marduk halt eher so als Geknüppel, ne? Wie gesagt, Panzerdivision Marduk ist ja halt einfach wirklich ein Brett. Muss ich sagen, so vielleicht so ein bisschen Bums dahinter, so wie ihr es sagt, würde ich auch wirklich sehen, ne? Also fände ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Aber ich fand das trotzdem ganz cool, weil das halt auch einfach wirklich so sehr düstere Atmosphäre ihr gebracht hat. Und ich könnte mir halt auch einfach so gut vorstellen, dass es so eine Art Interlude ist, ne? Dass der Song halt kommt. Dann hört der auf und danach kommt nochmal so ein richtiger Track, wo einfach wirklich 500 BPM gespielt wird und alles kaputt geballert wird, wie man es von den Männern gewohnt ist. Aber trotzdem, ne, ich bin ja Fan von düsterem Black Metal, so Atmospheric Black Metal ist ja sowieso, ich würde tatsächlich sogar sagen, so mein Favorite, wenn es so um Subgenre von Black Metal geht. Ja, aber trotzdem alles in einem auf jeden Fall ja eine gute Single. Und ne, das neue Album kommt ja jetzt auch bald raus. Ich meine, war das 21. September oder so? Auf jeden Fall im September soll das Album, meine ich, kommen. Kann auch sein, dass ich jetzt komplett falsch liege. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt aufs neue Album.